So Leute, wenn wir jetzt einen ganzen Part lang nur Blödsinn gelabert haben, machen wir jetzt erstmal wieder was Kommandeur, Produktives. die GDI braucht dringend eine vorgeschobene Basis, um Europa von den Invasoren zurückzuerobern. Die GDI-Basis in Köln hat die Invasion relativ unbeschadet überstanden. Wenn sie die Energieversorgung wiederherstellen, ist sie wieder voll funktionsfähig. Läuft! Empfange Nachricht. Uns liegen Berichte über Alien-Aktivitäten nordwestlich der Stadt vor. Sondieren Sie mit Ihrem Vorauskommando die Kampfkraft der Aliens. Läuft. Trooper. Los, oh. Jungs. Ziemlich gut gelevelt, meine Einheiten. Das gefällt mir. Ach du Scheiße. Yep, da hängt ein Mammut rum. Auf geht's, Trooper. Ich würde einfach mal sagen, wenn wir Geheimniseinträge bekommen, lese ich die sofort durch. Es sei denn, es sind Waffensysteme. Und die Waffensysteme werde ich schon irgendwann am Ende der Kampagne, glaube ich, durchlesen. Oh, die sind die Katoren. Ja, sie heißen so. Ich muss ihnen irgendwelche Namen geben. Es kann nicht angehen, dass ich einfach sage, guck mal, komische Viecher. Die sind nicht ganz so gefährlich gegen Infanteristen. Die sind eher Fahrzeugknacker. Trotzdem nichts unterschätzen. So, ich könnte mich auch in ein Gebäude verschanzen. Oh, da oben ist schon was anderes. Zeit zu gehen. Schon was Ekelhafteres. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger hießen, aber die sind schon gefährlicher. Was zum Teufel kommt denn da auf mich zu? Okay, ist nur random. Auf sie. Sie sind überall. Roger. Haben Aliens an sich. Ah, Shock Trooper hießen sie, okay. Was brauchen Sie? Die halten schon ein bisschen mehr aus und machen gut Schaden an Infanteristen. Einheit befördert. Oh, jetzt ist langsam kriminell hier. Es geht los. Allerdings Oh, ja. Habe ich auch ein Kommando dabei und der zerpflückt diese scheiß Einheiten. Die machen mir Angst. Die machen dir Angst? Warum? Die sehen doch völlig natürlich aus. Es geht los. So, mit den Kommandos ist. Jetzt wünschst du dir noch zurück, hä? Nein, das nicht. Aber die Bruderschaft, das waren wenigstens Menschen. Richtig. Los, Jungs. Wir haben sie. Da fällt mir gerade ein gutes Zitat an aus iRobot. Vermissen wir die gute alte Zeit, als wir noch Menschen Menschen umgebracht haben. Auf sie. Verdammt, ich hätte daraus eine Quiz machen können. Na, egal. Alter, wie wahnsinnig bist du denn? Oh, da leckt sich einer durch. Los, Jungs. Ah, was haben wir denn da? Was zum Teufel ist das? Das ist ein... Aber jedenfalls sind sie groß. Und brutal. Jawohl. Mhm. Mache Bumm. Auf geht's, Trooper. Auf sie. Das war übrigens ein... Ja, vielleicht... Kann man es erraten, ein Tripod so gesehen. Und hier ist ein Kraftwerk, wo ich noch nicht ganz weiß, was ich mit dem machen soll. Die sind ekelhaft. Das sind Buzzer, die sind ganz ekelhaft. Die rösten Infanteristen. Da muss man gut aufpassen. Genau, da muss man aufpassen. Ups, das war's schon. Schicken Sie das Vorauskommando zu unserem Ingenieurteam an das östliche Ufer des Flusses. Läuft! Nachricht. Das Ingenieurteam muss um jeden Preis überleben. Wir haben keinen Ersatz. Und nach meinem Glück werde ich... das Kraftwerk im Nordosten, um die Energieversorgung der Basis zu reaktivieren. Ich wollte gerade sagen, nach meinem Glück würde ich bestimmt jetzt abgeschissen. Naja, so viel ist halt auch nicht im Weg. Also da kann er höchstens in der Stadt ein bisschen was rumgammeln. Und das war's dann auch schon. Komm, töte mal den scheiß Fieder. Töte ihn halt nicht. Dankeschön. Wir brauchen möglicherweise Unterstützung. Legen Sie über den Fluss und halten Sie ihnen den Rücken frei. Fliegen Sie über den Fluss? Mit was soll ich denn fliegen? Ich hab nichts zu fliegen. Los, Jungs. Ah, Schallemitter, die kann ich gleich gut gebrauchen. Der Panzer! Ekelhaftes Vieh.
Gegen Infanteristen seht ihr schon relativ schwach, aber naja. Wenn man genug von denen baut, rotzt ihr so manche feindlichen Einheiten weg. Er hat noch eine ganz interessante Sonderfähigkeit, eine besondere Fähigkeit. Allerdings verrate ich die nicht, das werde ich erst verraten, wenn wir die Squin selber spielen werden. Also relativ am Ende. Weil das ist die letzte Kampagne. Die kann man erst freischalten, wenn man Not und GDI durchgespielt hat. Ich wollte gerade sagen, ist da oben Buzzer oder was, aber zum Glück war da keiner. Oh! Ist das etwa... Jetzt weiß ich, warum es hier Köln ist. Finde ich den Dom hier auch? Weiß ich nicht, ne? Aber das kenne ich aus Köln. Das könnte ich eventuell auch kennen, aber... Das kommt mir gerade am plausibelsten vor. Haltet die Waffen bereit. So, vereint haben wir die Truppen schon mal. Werden nebenbei verfolgt, was ich gar nicht gemerkt habe. Unterwegs. Roger. So, aber so viele dürften eigentlich gar nicht mehr sein, beziehungsweise dürfte gar nichts mehr sein. So, mal kurz gucken. Das Ding kenne ich. Ihr müsst immer mit Tiberium laufen müsst. Jo, ihr seid ja unglaublich schnell. Jetzt kommt ein Buzz um die Ecke. Pfft, alle weg. Nein, so viel Glück habe ich nicht. So. Dann wollen wir mal. Alles bereit. So, Kumpel, du eroberst mal das da. Na, das sammle ich da, weil ich nehme an, das muss ich auch noch erobern. Was mir das bringt, weiß ich allerdings nicht mehr. Wie gesagt, habe die Mission der G eigentlich so oft durchgespielt. Von Nord übrigens noch weniger. Wobei, die erste Mission kann ich relativ gut auswendig von Nord. So, wo ist mir jetzt meine Basis? Was? Das ist alles? Wir sind hier. Empfange Nachricht. Zeit zu gehen. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Truppen koordiniert. Bilden Sie jetzt in Ihrer neu gebauten Basis eine Armee aus und zerstören Sie es. Woher willst du wissen, dass das Gebäude die Alien-Einheiten koordiniert? Das kann jedes andere Gebäude auch sein. Geheimdienstdaten aktualisiert. Oh, Geheimdienstdaten. Ah, Feldbericht, der Fall von Köln. Bericht eines GDI-Watch-Commanders über die Invasion Kölns. Ehrlich gesagt hatten wir nicht einmal nach dem Angriff aus München damit gerechnet, dass wir auch Köln ein potenzielles Ziel sein könnte. Ja, warum auch? Es ist so eine Millionenstadt. Also ich weiß nicht, wie es damals ist, aber naja, ne? Wir haben sämtliche Simulationen seit 2038 ausgewertet. Dabei wurde Köln immer als strategisch unbedeutend klassifiziert. Wir gingen davon aus, das würde auch für die Squin gelten. Naja, falsch gedacht. Also mal ganz ehrlich, ja, Simulation ist eine schöne Sache, das ist den Aliens aber scheißegal, weil es sind Aliens. Als wir die erste Welle orteten, konnten wir nur noch die Verteidigung der Stadt organisieren. Glücklicherweise war die Zivilbevölkerung bereits evakuiert worden, allerdings hatten wir kaum funktionierende Defensivsysteme, ach was. Geschweige denn eine Strategie, es war aussichtslos. Diese, was? Was? Infernalische Raumschiff hat die Hälfte unserer Truppen ausradiert, bevor wir auch nur einen Schuss abfeuern konnten. Wir zogen uns daraufhin in Gebäude zurück, von denen wir glaubten, sie würden den Beschuss standhalten. Wenigstens vorübergehend. Als dann der Strom ausfiel, hatten wir weder Radar noch die Chance, die verdammte Stadt zurückzuerobern. Plötzlich ebte der Lärm der Schlacht ab und wurde still, bis auf das Laserfeuer und ein paar Schreie und das Knistern des Funkgeräts. Dann erstrahlte der Himmel plötzlich vom grünen Licht und eine Stille wich einer, was? Uhrenbetäubenden Explosion. Ich verlor jede Hoffnung. Diese hätten die Tiberium-Silos zerstört. Unsere Operation, all unsere Arbeit vernichtet und ein paar Sekunden Mitteldeutschland war noch ein riesiges Trümmerfeld. Aha. Dann kamen ihre Bodentruppen, riesige Walker und winzige Disintegratoren, die unsere Panzer zerstörten, Schwärme rasiermesserscharfer Buzzer und die unsere Infanterie nicht in Hauch einer Chance ließen. Also ordnete ich den Rückzug an und schnappte mir eine Waffe und lief. Mann, hier sieht's ja übel
Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit! Zurückerobern, meinst du? Fällt mir gerade ein, dass die Gebäude teilweise beschädigt sind. Natürlich, die Kraftwerke haben nichts abbekommen. Gut. Roger. So, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn. Als erstes würde ich mal sagen, eine zweite Raffinerie. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Was brauchen Sie? Ah, scheiße! Gut, mit dem Ding habe ich jetzt nicht gerechnet. Der MG Walker, wie der Name sagt, gut gegen Infanterie. Und was besitze ich? Infanterie. Ich regle das. An die Arbeit. Hä? Trooper stehen bereit. Hör, wo kommt ihr denn her? Alles bereit. Was brauchen Sie? Ich weiß ja, dass ihr euch teleportieren könnt, aber trotzdem, das ist scheiße fies. Na gut, immerhin sind sie tot. Die Rüstplattform einnehmen. Wird gemacht. Ich habe keine Fahrzeugfabrik. Das da unten einnehmen, nehmen wir mal auch. Einheit bereit. Hier möchte ich gerne alle Bonusmissionen erfüllen. An die Arbeit. In einer Sekunde bin ich drin. Ich versuche mal nur den Ingenieur einzusetzen. Vielleicht funktioniert das ja. Bonusziel erreicht. Genau, jetzt bekomme ich nämlich hier ein paar Einheiten geschenkt. Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht? Wir brauchen gerade Scharfschützen. Ich sollte den nächsten Eskorte mitschicken, vor allem weil diese scheiß Buzzer wieder da sind. Juggernaut-Team Setra 2 zur Stelle, Sir. Juggernauts? Dann wollen wir mal. Macht sie fertig. Commander, wenn wir die Scharfschützen in Sichtweite der Alien-Basis bringen, können wir zuschlagen. Ich regel das. Moment, Moment. Neue Bauoptionen. Ausbilden. Bau unterbrochen. Lass mich erstmal ankommen. Okay, ich hab Juggernauts, das ist gut. Nimm das. Ich habe scheiße viele Viecher. Das ist nicht gut. Aber ich habe Schallemitter, das ist gut. Ich habe noch meinen Ingenieur, der noch irgendwie lebt. Das ist auch gut. Natürlich, Luftangriffe haben wir auch noch, ne? Auf zum Tiberiumfeld. Hier, Nachschlag. Nagelt sie fest. Alles bereit. Nimm das. So, versuchen wir mal einen Infanteriesturm hier rüber, um das Kraftwerk zu erobern. Hier haben sie. Ich nehme mal die Schalle mit, der wenn durch aktiviert. Es geht los. Das könnte enorm helfen. Feuer frei. Auf sie. Aufpassen, Buzzer. Zum Glück halten die nicht so sondern nicht viel aus gegen, naja, dem bisschen, was ich habe. Wo ist eigentlich mein Ingenieur? Hä, Ingenieur? Wo kommst du näher? Buzzer. Was brauchen Sie? Los, Jungs. Ah, der Glitch hat sich in die Brücke reingeglitscht. Na super. Das sei doof. Brauche einen neuen Ingenieur. Brauche Verteidigungsanlagen. Dringend. Schnell. Brauche Technologiezentrum zum größer machenden Kraftwerke. So. Juggernaut mal ran. Wie viel Abwehr habe ich eigentlich? Nur einen, ne? Machen wir mal zwei weitere. Wird gebaut. Ich kann ja zum Glück nur von einer Seite aus angegriffen werden. Also das ist ja schon mal ganz gut. Das heißt, ich kann mich da ganz gut aufsetzen. Und dann so langsam aber sicher eine Armee aufstellen, um den Feind... Oh, den habe ich nicht gesehen. Egal. Habe ich jetzt als 4, es reicht. So, Technologiezentrum brauchen wir.